Hallo, willkommen zurück, Madeline. Ich hoffe, es hat Ihnen nichts ausgemacht, einige Zeit mit Dr. Pearson zu verbringen. Überhaupt nicht, Dr. Chavez. Er war sehr interessant. So kann man das auch sagen. Nun, Ihr nächster Test wartet. Ja, hallo Leute. Der nächste Test wartet auf uns und das ist mit ziemlicher Sicherheit der vorletzte Test, Nummer 4. Schauen wir mal, ob wir wieder hier was finden können, weil, ja, die legen ja manchmal einfach irgendwelches Zeug dahin. Nochmal was kurz was trinken. Ja. Wir gehen mit ziemlicher Sicherheit, gehen wir nämlich nicht nur dem vierten Test, sondern auch dem Ende von The Assembly voran, weil ich gesehen habe, es gibt insgesamt 12 Kapitel. Glaube ich jedenfalls. Und wir sind bei Nummer 9, Familienangelegenheiten. Als könnte ich noch schlafen, wo ich das gesehen habe. Tech and the Virus. Okay. Da geht's nicht raus. Es geht nur nach vorne. Und hier haben wir schon wieder Mind, Body, Spirit and Soul in you. Yes. Lassen Sie mich raten. Telepathische Gruppentherapie? Sie scherzen, aber so weit ist das von der Wahrheit gar nicht entfernt. Hinter jeder Handlung steckt der Geist. Und in jedem Geist sind Geheimnisse verborgen. Auch vor der eigenen Familie. Ist das jetzt metaphorisch gemeint, oder? Jeder Geist birgt ein Rätsel. Wer dieses Rätsel löst, kann das wahre Wesen jedes Geistes entschlüsseln. Nein, immer noch nicht schlauer. Nähern Sie sich dem ersten Subjekt und untersuchen Sie den Geistesapparat, um zu beginnen. Oh, sollen wir nicht erstmal hier irgendwie gucken? Das erste Objekt wird hier so angeleuchtet. Wohl kaum die Hightech, die ich erwartet hätte. Sie müssen jeden Teil des Gehirns aktivieren, indem Sie die richtige Kombination dreier Synapsen bilden. Sie können die Ladungen so oft ändern, wie Sie wollen, bis Sie die richtige Lösung gefunden haben. Aber nur drei Ladungen gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass alle Kerne... Das konnte ich gar nicht lesen. Können Sie zwischen den Kernen bewegen? Aktivieren oder deaktivieren und seine aktuelle Ladung umzukehren. Okay. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, was ich hier machen soll, aber... Wenn Sie einen Kern aktivieren oder deaktivieren, kehren Sie auch die Ladung benachbarter Kerne um. Ach, das sollen sich hier alle aktivieren. Einfach nur. Ja, ja, schon klar. Jetzt machen wir den mal aus. Ne, den können wir eigentlich anlassen. Ach, jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist. Am Ende muss einfach nur alles leuchten, ja. Yeah. So, funktioniert das hier überhaupt? Ne, nicht wirklich. Den können wir auch mal wieder ausmachen. Mann, ich tue jetzt einfach mal alle deaktivieren. Aber das geht ja alles dann wieder... Ja, das hat natürlich eine Wechselwirkung. Ich will jetzt einfach mal alle aus wieder kriegen, ey. Aber warte mal, da fällt mir was ein. Ne, ich komme hier nicht mehr raus. Dann lassen wir das jetzt auch. So, wir aktivieren jetzt, versuchen es jetzt einfach alles wieder hier so anzukriegen. Och, Mann. Gar nicht so einfach. So, das Problem ist, dass ich jetzt irgendwie die drei jetzt hier so aktiv habe. Und das ist halt irgendwie doof. Und eigentlich muss man hier nur drei aktivieren und dann einfach alle anhaben.
Ja, das ist halt, der ist halt jetzt hier umgedreht. Ich müsste den oberen linken erstmal wieder. Genau, so haben wir das jetzt. Jetzt kann ich den ausschalten. Jetzt schaltet der den anderen auch aus. Und der macht nicht alle an. Ne, doch. Er ist zu mir gekommen, weil er meinen Rat wollte, wissen Sie. Die hatten ihm das alles verschwiegen. Er dachte, Maddie kümmert sich im Krankenhaus nur um ihre Mutter und stellt keine Experimente mit ihr an. Blut mag dicker als Wasser sein. Doch die Liebe ist wie ein Fels. Großer Gott, das ist doch die Stimme von Onkel Jack. Wo haben Sie das her? Sie haben das erste Rätsel gelöst. Machen Sie mit der zweiten Puppe weiter. Ja, kein Wunder, dass die Leute da so wie im Kino sich diese Tests angucken. Jetzt haben wir ja wirklich einen Test, wo dann ihr, wie hieß es, Familienangelegenheiten. Aber ich will mich jetzt einfach mal hier in dem Raum nochmal umschauen, bevor ich weitermache. Scheint aber nicht wirklich ein schwieriges Rätsel zu sein. Ich habe das halt nur am Anfang irgendwie total verpeilt. Nur, das ist alles hier anscheinend nur Requisite. Madeline Stone hat überhaupt kein Interesse, sich das anzuschauen. Nicht wirklich. Okay. Das... Wo zur Hölle soll das hier noch hinführen? Wo zur Hölle soll das hier hinführen? Das ist eine gute Frage. Familienangelegenheiten. Das ist ja mal ein Test. Aber wenn Madeline Stone den Test nicht schafft, quasi durchfällt, dann wird ja ihr Gehirn gelöscht. Das hat man ja schon so festgestellt. Gehen wir zu Nummer 2. Ach, hier sind schon welche aktiv. Okay, wir wollen versuchen, dass wir den natürlich immer schön ordentlich hinkriegen. Dazu müsste der hier irgendwie erstmal umdrehen irgendwie. Wie machen wir das am besten? Wenn wir jetzt hier den aktivieren und dann drehen wir die um. Nee, das hat nichts gebracht. Den da. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht, wie es mit dem da oben. Ah, so sieht es doch schon mal gut aus. Wenigstens haben wir es schon mal umgedreht. Ich habe mich darauf verlassen, dass sie weiß, was sie da tut. Sie war brillant. Was glauben Sie wohl, warum ich sie geheiratet habe? Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass sie etwas Illegales macht. Davon habe ich erst erfahren, als die Boulevardpresse angefangen hat, vor unserer Tür zu zelten. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste da raus. Das ist ja wohl unfassbar! Ich habe mich um einen Job beworben. Was fällt Ihnen ein, meine Familie zu belästigen? Das wird sich alles schon bald aufklären. Machen Sie mit der dritten Puppe weiter. Und wer zum Henker soll das jetzt sein? Vielleicht meine Mutter? In der Tat, ja. Und ich weiß, dass Sie hören wollen, was sie zu sagen hat. Lösen Sie das Rätsel. Ich glaube, das von der Mutter ist auf jeden Fall mal definitiv am interessantesten, oder? Ich meine, letztendlich geht es ja darum, dass Experimente an ihr durchgeführt worden sind. Na ja, dann schauen wir uns das ja auch mal an. Okay, wie sieht es mit dem hier unten links aus? Der dreht das eine da um. Das hilft uns nicht. So sieht es eigentlich gut aus. Die Zeitungen haben mich als ahnungsloses Opfer dargestellt. Dabei war ich doch auch Wissenschaftlerin. Natürlich war mir das Risiko bewusst. Und zum Wohle anderer war ich bereit, es auf mich zu nehmen. Ich hatte ja eh nur noch 6 Monate. Was für einen Unterschied hätte das also noch machen können? Ich bereue nichts. Nur noch 6 Monate, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Oh, das sind überhaupt keine Aufnahmen. Das kann nicht sein. Wie machen Sie das nur? Ist das eine Art Computer? Sehr gut, Madeline. Sie haben ihn bereits gehört beim Bankett. Wir nennen ihn Adam. Aber natürlich. Dann ist das alles hier also ein Psychotest, was? Um zu sehen, wie ich auf schmerzhafte Erinnerungen reagiere? Nicht nur Erinnerungen, Madeline. Bitte fahren Sie mit der letzten Puppe fort. Die letzte Puppe. Hallo, Dad. Wo fangen wir da an? Das sieht hier jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen trickreicher aus. Da muss man sich einfach... Nee, das ist nix. Das ist auch nix. Nee, das ist auf jeden Fall ein bisschen trickreicher.
Das hilft uns nicht. Nee. Das müssen wir wieder deaktivieren. Wir müssen erstmal versuchen, die irgendwie umzudrehen. Da muss ich mir das jetzt immer hier merken. Der nimmt hier ganz schön viel mit. Den Bereich. Alle Benachbarten. Wie kriege ich das geordnet? Und der nimmt die mit. Den da müsste ich irgendwie mal umdrehen. Mensch, Meier, wie soll das denn gehen? Komm, jetzt nochmal einen aktivieren. So, jetzt haben wir wenigstens nur hier oben den Quatsch. Sieht schon besser aus. Niemand sollte vor so ein Dilemma gestellt werden wie ich. Was für eine quälende Entscheidung. Doch ich wusste, meine Frau konnte nicht bei klarem Verstand gewesen sein, als sie sich auf diesen Leichtsinn einließ. Sie war alles, was ich hatte. Und ich hatte geglaubt, mein kleines Mädchen kümmert sich um sie und stellt keine Experimente mit ihr an. Dann habe ich Maddys Aufzeichnung entdeckt und gesehen, was sie angerichtet hatte. Ich hatte keine Wahl. Ich musste denen einen Tipp geben, damit die auch wirklich eine zweite Autopsie machen. Was zum... Ihr verlogenen Wichser! Was genau wollen Sie hier eigentlich abziehen? Mein Vater hat nicht... Er konnte nicht! Hat er aber. Tut mir leid, Madeline. Die Wahrheit ist immer schmerzhaft. Aber eben dieser Schmerz wird Sie befreien. Lügnerin! Mein Papa würde mich niemals verraten und verkaufen. Niemals! Tut mir leid, Madeline. Aber Sie müssen mit dem nächsten Raum fortfahren. Das soll ein Witz sein, oder? Was zur Hölle ist da drin? Ihre Vergangenheit und Ihre Zukunft. Der eigene Vater. Puh, ey. Natürlich, das ist ja ist eine ganz üble Geschichte, aber die Mutter konnte das, hat das für sich selbst entschieden und hat dem Ganzen ja auch einen wirklich guten Zweck. Ja, hat ja auch einen wirklich verdammt guten Zweck gehabt. Der Vater aus ihm spricht vielleicht mehr die Trauer, aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt sich in die Mutter hineinversetzen würde, ja, ist das schon irgendwie schon etwas sehr Verständliches. Moment mal, das ist ja Salzburg Cross, aber... Aber das ist in Remission. Das ist ja unglaublich. Wie... Moment, ist das nur noch eine Simulation? Ganz sicher nicht. Öffnen Sie den Aktenkoffer. Was ist das? Irgendeine Gehirnkrankheit, oder... Oh ja. Öffnen Sie den Aktenkoffer. Verschaffen uns erstmal einen Überblick. Da geht's anscheinend dann weiter. Also ich denke mal, dass ich da... Da gibt es bestimmt einige Eltern. So ziemlich alle, die sich für das Gleiche dann entschieden hätten. Ja, also den Vater... Die Meinung vom Vater, die war schon ziemlich einseitig. Also so als wäre seine Tochter so eine Verbrecherin und hätte das so, als hätte die Meinung von seiner Mutter... Ich verspreche Ihnen, dass Sie wissen wollen, was in dem Aktenkoffer ist. Ja, ich mach's. Es erklärt alles. Es erklärt alles, ja. Die Meinung ihrer Mutter gar nicht vorhanden wäre. Moment mal, das ist doch meine Arbeit. Sie haben Tests auf Basis meiner Arbeit gemacht? Und sie noch weitergetrieben. Sehen Sie doch nur, wie weit Sie schon waren. Sehen Sie doch nur, was er Ihnen genommen hat. Nur weil er so auf seine eigene Angst fixiert war. Mein Vater hat getan, was er für richtig hielt. Aber er lag falsch. Und wir können Ihnen das wieder zurückgeben. Ruhen Sie sich im Wartezimmer ein wenig aus. Ihr letzter Test beginnt in Kürze. Naja, das ist ja schon ziemlich manipulierend, gell? Also allgemeine Aussagen über sowas kann man ja wohl kaum treffen. Wir haben hier eine Frau, die noch 6 Monate zu leben hat mit einer tödlichen Genkrankheit, die sich dann Tests unterzieht, um ihrer Tochter zu helfen. Aber grundsätzlich, Heiliger Himmel, wenn das noch nicht der letzte Test war, was zur Hölle kommt denn dann noch? Kapitel 10?
Ging ja relativ fix. Auch wenn ich mich ein bisschen doof angestellt habe. Naja, manchmal verpeilt man das halt auch. Der erste Mann. Okay. Anton, du solltest da besser auf mich warten. Ich muss von hier verschwinden, bevor die Tests enden. Also, okay. Okay, Leute, wir machen direkt in der nächsten Folge weiter und dann werden wir uns mit Enten in Labor 1H treffen. Macht's gut!